Glück auf und willkommen bei Barbecue aus dem Pott. Leute, heute gibt es eine Suppe. Und was für eine Suppe? Eine Kürbissuppe. Oh, guckt euch die Dinger hier an oder den erstmal, ne? Und davon haben wir zwei natürlich, ne? Wir wollen viel Suppe haben heute, ne? Und das ist ein Hokkaido, ist das, ne? Wenn ihr euch fragt, was das ist, der ist schön süß, ist ja, ne, Leute? Aber nicht nur den Kürbis brauchen wir heute, ne? Wir brauchen einmal Brühe, halben Becher Sahne, zwei Zwiebeln, schön, bisschen Butter, ne? Bisschen Olivenöl und Geheimrezept, das verrate ich euch jetzt einfach, ne? Kokosmilch, egal jetzt welche Marke, das ist schon was egal. Und natürlich, das muss die Fette sein. Ne? Wir haben das schon mal mit einer Fettarm gemacht. Schmeckt nicht. Ne? Also Leute, merkt euch, die Fette muss es sein. Ne? So, Leute. Und Löffel, da brauchen wir noch. Hier, Prospekt ist für den Müll. Ja, wir wollen jetzt hier kein Prospekt lesen. Ne? Und jetzt schneiden wir mal zusammen den Kürbis. Da geht mir nochmal, Leute. Ja. Guck mal. Ding, guckt euch die Farbe an. Das ist brutal. So, wir müssen natürlich die Kerne rausmachen, ne? So Leute, wenn ihr die Kerne haben wollt, ne? Also mit den Kernen, ne? Einfach sauber machen mit Wasser. Auf Backpapier, im Backofen rein. Trocknen lassen. Ja, dann habt ihr quasi Sonnenblumenkerne, habt ihr dann. Und ihr könnt ihr dann einfach so essen. Wenn nicht, einfach wegwerfen. So Leute, bis dahin, das mache ich jetzt mal eben mit meinen Kürbissen. So Leute, das Aushöhlen ist natürlich beendet. Jetzt guckt euch an hier. Die sehen ja wohl gut aus. Und natürlich, wie versprochen, das sind keine Sonnenblumenkerne, das sind natürlich Kürbiskerne, ne? Ist ja klar. So Leute, schneiden in Scheiben. So, zack. Den Löffel hier ab. So Leute. Jetzt denken sich vielleicht viele, Alter, warum macht er nicht die Schale hier ab? Die muss noch ab? Nee, muss die nicht. Das ist ein Irrglaube, Leute, dass die Schale ab muss. Ne, die kann man einfach mitkochen quasi. Die muss man nicht abmachen. Das haben wir jetzt schon, oder machen wir schon immer so. So, und ist noch nie was passiert und es ist einfach nur geil. Ne? So, Leute, ihr seht, Scheiben. Das mache ich jetzt mal eben. So, Leute, alle geschnitten, guckt euch das an hier. Ja, guck mal den Berg an. So, bisschen Olivenöl drauf. Ne? Zack. Und hier auch da. So, das muss reichen, Leute. Und jetzt halt sich den Grill vor. Und dann sehen wir uns am Grill wieder. So, Leute, der Grill ist vorbereitet quasi. Und jetzt anrüsten. Den Garkühl ist einfach drauf. Da. Ja, ist ja natürlich für die Rüstung, oder? Ne, ist ja normal. Dann schmeckt er doch geiler. Das sag ich euch. So Leute, die sind gut jetzt. Noch alle runter, abkühlen lassen. Und dann schneiden wir die klein. So, das sag ich euch einmal. Einfach, guck mal, wie weich der schon ist. Brutal. So, das machen wir gleich mit allen, ne? Ist ja klar. So Leute, bisschen Olivenöl, ne, und für den Geschmack nochmal ein Stück Butter. Das da rein. So. So. Wir haben natürlich auch ein bisschen angeröstet nochmal extra, aber jetzt nochmal. Leute, alles für den Geschmack hier. Schale machen. Ne? Leute, ich denke vielleicht, der ist doch bescheuert, aber macht er so viel Suppe? Ist ja kein Thema, kann man einfach einfrieren. Wenn man zu viel hat. Also einmal Arbeit und zweimal Essen. Aber einfach ist das hier drin.
Kürbis. Endlich kommt der Kürbis hier rein. Nimmt das oben. Ja, das ist ein Bild für die Küche. So, jetzt kommt die Brühe natürlich. So. Erstmal umrühren hier. Ist ja klar, ne? Die schöne, leckere Sahne. Und natürlich das Beste an der ganzen Geschichte, Kokosmilch. Boah, guckt euch da an hier. Zack, alles rein. Noch mal einmal rühren. Dann reicht das hier erstmal mit den Rühren. Immer nur rühren hier. So. Ja, Leute, das muss jetzt kochen. So, 15, 20 Minuten. Deckel drauf und dann sehen wir uns wieder. So, Leute. 15 Minuten später, ne? Und es ist fertig. Oh, guckt euch das an. Sieht das nicht geil aus? So. Bisschen Curry. Auch Curry, ne? Ist ja keine Curry-Dose. Bisschen Muskat. Zack. Bisschen Salz. So, und eine Prise Pfeffer. Das war's, Leute. Und jetzt berühren. Werde ich berühren. Und guck mal, wie sämig das hier ist. Guck mal. Oh, Leute, Leute. Ich probiere für euch natürlich, ne? Oh, das ist heiß. Egal. Boah, ich glaube, ich bin im Paradies, würde ich sagen. Leute, einfach nur geil, ne? Schnelle Nummer eigentlich, ne? War ja eigentlich nichts hinter, ne? Bald ist Halloween, ne? Also macht eine Kürbissuppe, ne? Ihr wisst Bescheid. Liken, abonnieren oder einfach meinem Kanal nachgucken, ne? Ne? Deswegen, also, Glück auf. Bis zum nächsten Mal.